herzliches Willkommen. Wir sind bei der Wochenlegung für die KW 23. Das ist die Woche vom 6. Juni bis zum 12. Juni 2022. 6. ist ja noch Pfingsten. Schöne Pfingsten allen, die das jetzt hören. Ich wünsche euch da ein schönes verlängertes Wochenende. Wir haben da eben auch Energien ohne große Einflüsse von außen, was ja schon mal sehr erholsam ist. Und wir haben zwischen dem 9. und 12. Merkur und Pluto, wo man eben akribisch an neuen Zielen arbeiten kann, wenn man das möchte. Und das sorgt dafür, dass man eben gut vorbereitet Projekte, Dinge voranbringen kann. Venus und Uranus sorgen für Entwicklungen, finanziell neue Ideen umzusetzen, aber auch in Sachen Gefühl, Liebe, Miteinander. Das ist auch sehr schön. Also das solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Wir schauen uns das natürlich auch gleich noch an, wie das bei dem einzelnen Sternzeichen aussieht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei, eine schöne Woche, nochmal schöne Pfingsten und macht was aus den schönen Gelegenheiten. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Stier. Wir sind in der KW 23. Das ist die Woche vom 6. bis 12. Juni 2022. Jupiter im Widder. Ja gut, das ist nicht so schön, wie das in den Fischen war. Und das geht auch noch bis Ende Oktober so. Da musst du ein bisschen auf die Unterstützung verzichten, wobei Jupiter natürlich allen sehr hilfreich ist, aber eben nicht so stark, wie das in den Fischen war. Du musst schon selbst auch für gewisse Dinge sorgen. Jetzt haben wir Saturn im Wassermann rückläufig. Der war ja vorläufig sehr schwierig manchmal und hatte ich auch so ein bisschen mit Hindernissen, beschenkt, ja. Das wird jetzt lockerer in der Rückläufigkeit bis 23. Oktober. Aber es gilt auch, sich selbst gegenüber aufrichtig zu sein und selbst auch die möglichen Veränderungen, die notwendig sind, herbeizuführen. Dafür steht auch Uranus im Stier. Der bleibt ja da bis 2026 und wird dich bis dahin auch dazu anhalten, nötige Veränderungen vorzunehmen. Und daran solltest du auch arbeiten. Also persönliche Einstellung hinterfragen und liebevoll mit sich natürlich Veränderungen umsetzen. So, Neptun in den Fischen, da bist du sehr feinfühlig, da bist du entgegenkommend, hilfsbereit, das ist auch sehr schön. Und da haben wir ja auch, eine sehr schöne Energie, die sich auch in allen Bereichen niederschlagen kann. Pluto im Steinbock ist jetzt bis 8. Oktober rückläufig. Und wenn etwas nicht so klappt, heißt es Cool Down. Schön eins nach dem anderen und nicht überstürzen. Mars im Widder kann bisweilen ja auch dafür sorgen, dass du da ein bisschen stur reagieren kannst, denn auch der Mars im Widder ist nicht hilfreich, sondern er kann eben dafür sorgen, dass man sich manchmal ein bisschen zu selbstgerecht darstellt. Ja, muss nicht sein, also vielleicht ist es auch so, dass du gar keinen Einfluss spürst, aber wie gesagt, nicht zu stur in allen Belangen, offen sein. Wir haben Venus im eigenen Zeichen, da ist das Privatleben natürlich groß geschrieben und du bist sehr selbstzufrieden, was auch schön ist und das solltest du auch so beibehalten. Merkur im eigenen Zeichen sorgt für die richtigen Worte, er ist ja nicht mehr rückläufig, sondern vorläufig, auch das ist schön. Der Partner oder die Partnerin braucht ein bisschen Luft zum Atmen. Du solltest da eben nicht zu sehr den Daumen drauf halten oder einengend wirken oder zu viel Einfluss nehmen wollen. Lass den oder die Person eben laufen. Das wird sich auf jeden Fall für dich sehr liebevoll auszahlen. Auch das sollte man so im Hinterkopf behalten. Also gar keine schlechte Energie. Schauen wir uns das an, wie das in den Karten aussieht. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind in der KW 23, 6. bis 12. Juni 2022 in den Karten. Allgemeine Kartenlegung wie immer.
Du entscheidest, was davon du für dich persönlich in Anspruch nimmst. Die Karten sind nur, ja, ich sag mal, das Werkzeug, das dir helfen soll, Entscheidungen zu treffen, dich vielleicht ein bisschen inspirieren zu können, was du tun kannst, dich auf Ideen zu bringen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Du entscheidest immer, was du davon für dich verwendest. Als erstes, wie immer, die Energie, die wir in dieser Woche für den Stier haben. Es ist die 10 der Stäbe. Da gibt es noch einiges zu tun. Du bist wahrscheinlich beschäftigt oder hast noch Dinge vor dir. Du hast es aber fast geschafft. Aber es belastet dich ein Stück weit schon noch. Vielleicht ist es durch Merkur rückläufig vorher nicht so gut vorangegangen. Aber geh weiter ruhig voran. Lass dich nicht hetzen. Das ist wichtig. Wie siehst du dich selbst in dieser Woche? Rat des Schicksals. Das ist sehr gut. Das ist die Einstellung. Ich nehme die Dinge an, wie sie kommen. Ich reagiere, wenn es geschieht. Dein Wunsch ist die 2 des Feuers. Die 2 des Feuers heißt, vor einer Weggabelung zu stehen. Also auch irgendwo die Entscheidung zu haben, in welche Richtung möchte ich denn. Hoffnung und Ängste haben wir die Königin des Feuers. Königin des Feuers ist natürlich Optimismus, Ärmel hochkrempeln, was dafür tun, mit Leidenschaft daran arbeiten, also mitwirken. Ja. Es kann natürlich auch die Widderenergie sein, dass man etwas umsetzen möchte, ganz klar. Aber man sollte auch kurz nach der Rückläufigkeit Merkurs nicht übertreiben. Gut für dich ist die Hohepriesterin. Intuitiv kannst du Dinge erspüren. Zum Beispiel, wann der richtige Moment ist, was anzusprechen oder wann du etwas tun sollst. Hör auf dein Bauchgefühl. Es ist in dieser Woche sehr stark ausgeprägt und wird dir gute Dienste leisten. Nicht gut ist der König der Erde. König der Erde ist ja auch dein Element und eben auch deine Energie. Man genießt das, was man hat. Man ist ein bisschen bequem, ein bisschen träge vielleicht auch. Man ist dankbar und demütig, was nicht schlecht ist. Aber ich glaube, dass es besser ist, auch nicht nur untätig zu sein, sondern eben auch die Dinge in Bewegung zu halten, Veränderungen voranzutreiben. Ausgang ist die 2 der Erde, Prioritäten setzen. Das ist natürlich immer wichtig, dass man da auch weiß, was liegt jetzt an oder was ist, ich sage jetzt mal, eiliger. Mit den 10 der Stäbe weißt du sicherlich, was jetzt noch offen ist, was noch zu tun ist, was erledigt werden muss. Ja, schauen wir uns an, was dir begegnet in dieser Woche, was von außen kommt, also von deinen Mitmenschen, aus der Umgebung oder aus den Situationen heraus. Was hast du da als Stier in dieser KW23 zu erwarten? Womit solltest du zumindest rechnen? Was haben wir da? Der Page der Schwerter. Das ist interessant. Das bedeutet nämlich Information. Mit der Sonne im Zwilling haben wir natürlich auch regen Austausch. Aber man muss natürlich intuitiv auch genau hinhören, was ist für mich relevant und was kann ich gleich wieder vergessen. Das ist keine schlechte Idee. Also hör ruhig zu. Öffne deine Ohren, aber auch deine Intuition. Was ist für dich oder kann für dich relevant sein? Das ist gar nicht so schlecht. Was haben wir jetzt in dieser Woche? Eine Strategie. Deine Strategie ist, dich auf die Dinge einzustellen, wenn sie geschehen mit dem Rat des Schicksals. Also erstmal zu überlegen, was tue ich, was hat das für Konsequenzen. Der Gehängte bedeutet, ich beobachte erstmal mein Umfeld, stelle mich darauf ein, wie die Leute reagieren, wie die Leute unterwegs sind. Ich wünsche mir zwar, dass ich eine Entscheidung treffen kann, aber ich muss wahrscheinlich den richtigen Zeitpunkt abwarten. Das Gericht bedeutet eben nach Faktenlage zu urteilen, also nicht nach Wunsch oder nach dem, was sein könnte, sondern was steht an? Da haben wir ja auch hier deine und die Energie des Außen. Es gibt was zu tun und danach entscheidest du, was du tust und womit du dich dann auch auseinandersetzt. Königin der Münzen, du kümmerst dich um Stabilität und Sicherheit. Das heißt eben keine übertriebenen Handlungen, keine, ich sag mal, überzogenen Reaktionen oder Entscheidungen, sondern eben nach Intuition und nach Faktenlage. 5 der Münzen bedeutet Rückzug, sich mal zurückzuziehen, sich vielleicht auch mit seiner Intuition beschäftigen und überlegen, was man eigentlich so möchte. 9 der Stäbe bedeutet, man sollte eben nicht, ich sag mal, nur warten. Ja, 9 der Stäbe, man kann sich auch verausgaben, indem man nichts tut, nämlich wartet, dass sich die Dinge von alleine lösen. Wir haben das Ass der Münzen, ein Neubeginn in Sicherheit und Stabilität. Das ist die Entscheidung der Prioritäten. Das heißt, untätig sein ist keine Option. Aber man muss natürlich überlegen, auch gefühlsmäßig, was mache ich, was ist jetzt die beste Entscheidung und was liegt an, was muss ich tun, wo muss ich mich drum kümmern. Das ist, glaube ich, vorrangig das Erste,
worum du dich kümmern solltest. Und dann kannst du natürlich weitere Dinge in Angriff nehmen. Schauen wir uns an. Für den Stier, Rat des Schicksals. Die Königin der Stäbe. Das ist die Reaktion darauf, wie du auf die Notwendigkeiten reagierst. Da haben wir nochmal das Rad des Schicksals. Sehr positive Energie bedeutet nämlich auch, dass du mit dem Flow gehst, dass du dich den Dingen anpasst, dass du eben aufmerksam schaust und eben auch ein bisschen dich dem, was dir, ich sag mal, entgegenkommt, anpasst, also was gerade anliegt. Die zwei der Stäbe. Da haben wir den König der Münzen, was ja nicht so gut ist. Das ist das Abwarten, davon solltest du Abstand nehmen. Du solltest nicht untätig sein, aber du sollst natürlich auch nichts überstürzen. Nicht zu sehr auf etwas warten, hoffen oder an etwas zu stark festhalten. Die Erdenergie des Stiers ist auch manchmal so Besitz, behalten, bloß nicht abgeben. Besser ist die Energie des Rats des Schicksals. Was liegt an? Was muss ich an Prioritäten übernehmen? Was muss jetzt getan werden? Königin des Feuers, da haben wir Gerechtigkeit. Das ist auch wieder eine Energie der Waage. Gerichte sind die Fakten, Gerechtigkeit ist Harmonie. Und wir haben den Eremiten. Bevor du etwas tust, denkst du drüber nach. Die Jungfraukarte der Eremit bedeutet nämlich auch, sich darüber klar zu werden, was will ich eigentlich und wie komme ich dahin, welche Fähigkeiten habe ich, welche Talente oder auch welche Schwächen zum Beispiel. Ne? Die Hohepriesterin ist eine sehr gute Karte, da geht es in die Richtung Wunscherfüllung und da geht es in Richtung Sieben der Schwerter. Sieben der Schwerter ist das Verborgene. Die Hohepriesterin ist ja die Wissende, die das nicht unbedingt rausposaunt. Das heißt, das behältst du erstmal für dich. Du klärst für dich, was sich gut für dich anfühlt. Und das, wo du zum Beispiel mit den Sieben der Schwerter noch nicht weißt, da nimmst du erstmal Abstand von. Das lässt du erstmal laufen, ja, wenn es jetzt nichts Eiliges ist, was du schnell entscheiden musst. Da musst du erstmal die Informationen bekommen oder sammeln, das tust du. Aber wichtig ist, zu spüren, was sich für dich richtig anfühlt. Der König der Erde, da haben wir den Hierophanten, das sind die wichtigen Verbindungen, da ist die Mäßigkeit, Gefühl und Intellekt im Einklang. Ja, aber trotzdem sollst du eben nicht untätig sein. Der König der Münzen ist gerade nicht so positiv, das bedeutet eben, es gibt Handlungsbedarf. Ja? Und man darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Aber man sollte eben zaghaft, vorsichtig vorfühlen. Zwei der Münzen, Ritter der Münzen, Geduld und Knabe der Münzen. Also, da haben wir das Ass der Münzen. Das geht nicht von heute auf morgen, du brauchst Geduld, aber du kannst es planen und du kannst die kleinen Schritte, und seien sie noch so klein, kannst du umsetzen. Dafür brauchst du natürlich deine Strategie, die haben wir hier unten. Der König der Schwerter. Das ist möglicherweise ein Ratgeber, jemand, der dir sagt, pass mal auf, mein lieber Stier, du könntest das so oder so machen. Das hat die und die Konsequenzen. Das ist ein Sachverständiger, jemand, der dir Ratschläge gibt oder jemand, der dich auch vielleicht, rechtlich berät zum Beispiel. Und wir haben die drei der Schwerter. Wir haben die Enttäuschung. Es kann auch sein, dass dir jemand sagt, das wäre jetzt nicht so gut und dass du dann enttäuscht bist. Deshalb solltest du, bevor du etwas machst, das prüfen. Lohnt es sich? Ist das der richtige Zeitpunkt? Was sagt meine Intuition, bevor du das machst? Ja, sei dir der Konsequenzen bewusst. Es könnte nämlich auch schief gehen. Der Gehängte, das Gericht haben wir hier auch. Und die Sieben der Stäbe. Steh für deine Belange ein, aber berücksichtige eben auch die Belange der anderen. Also man darf das, was andere wollen, wie andere unterwegs sind, nicht, ja, ich sag mal, unterschätzen. Ja. Das Gericht haben wir auch, die Königin der Schwerter. Du musst aufrichtig zu dir selbst sein und das musst du in aller Ruhe tun und im kleinen Kreis und nichts überstürzen. Es geht wieder langsam, aber es heißt nicht, dass man gar nichts tut. Ja? Es ist eben sehr, sehr kleine Schritte, die da vorangehen. Disziplin, ja, das innere Biest zähmen und acht der Stäbe in der Kommunikation. Es kann bedeuten, dass du eben nicht zu viel erzählst von dem, was du planst oder vorhast, und dass du eben Schritt für Schritt vorgehst, was dir auch an Informationen entgegenkommt. Rückzug, 9 der Stäbe. Und der Erfolg liegt darin, sich auch mal rauszunehmen aus dem Geschehen. Also nicht immer feste mit involviert zu sein, ich sage jetzt mal in Diskussionen oder in Streitgespräche oder so. Es ist auch mit der Erdenergie nicht so gut zu
eigensinnig zu sein, für seine Belange einzustehen, richtig, aber auch beurteilen zu können, wie sind denn die anderen unterwegs und welche Gründe haben die. Das ist wichtig. 9 der Stäbe, da haben wir die 2 der Münzen, die Prioritäten, und die 8 der Schwerter. Du könntest, wenn du zu stur bist mit den 9 der Stäbe, auf etwas beharrst, deinen Erfolg riskieren und natürlich dich im Kreis drehen und nicht vorwärts kommen. Dann sind wir wieder beim König der Münzen. Ja? Also wichtig ist, dass du dich ein Stück weit offen und tolerant zeigst. Das heißt nicht, dass du alles hinnimmst oder so. Es bedeutet nur, dass du die anderen mit berücksichtigst. Nehmen wir ein Beispiel. Du bist in einem Job und möchtest das Ganze vorantreiben. Du merkst aber, dein Chef ist mit anderen Dingen so beschäftigt, dass er momentan überhaupt kein Gehör dafür hat. Er will das gar nicht wissen, weil er sich mit anderen Dingen beschäftigt. Dann wäre jetzt ein schlechter Zeitpunkt, ihn damit zu nerven, weil er gar nicht richtig zuhören würde. Und das ist eben der Ratschlag, den dir jemand gibt, dass er sagt, jetzt wäre es nicht so gut. Du musst ein bisschen warten, du musst schauen, wann die Luft rein ist, wann das geht und dir überlegen, wie du das umsetzt. Wir haben die 3 der Kelche, wir haben die 5 der Kelche. Gesellschaft, 5 der Kelche ist das Bedauern. Ass der Münzen, es ist das Bedauern, dass man nicht schneller vorankommt. Aber man kann mit dem arbeiten, mit den 2 der Kelche, was geht. Ja? 3 der Kelche ist Geselligkeit, Sinnlichkeit, Gemeinschaft, Gesellschaft. Es kann auch sein, dass du mit den Leuten, mit denen du gerade zusammen bist oder zusammenarbeitest, je nachdem, nicht so wirklich von der Stelle kommst. Aber da kannst du leider nichts dran ändern. Du musst dich mit dem Rat des Schicksals, dem, was gegeben ist, anpassen. So leid mir das tut. Ja? Also nichts forcieren, schön eben gucken, was geht gerade, was vielleicht nicht. Ja? Da gehört die Intuition ausgesprochen stark dazu. Wir haben den Koi. Es ist immer genug vorhanden. Das heißt auch, du kannst im Kleinen einiges erreichen oder vorbereiten oder beides und kannst dann später vielleicht aus den Vollen schöpfen. Schauen wir uns an. Der Koi. Es ist immer genug vorhanden. Der Koi, der in einem kleinen Teich heranwächst, erinnert uns daran, dass in jedem von uns das Potenzial zum Wohlstand liegt. Das Gesetz der Fülle besagt, dass Wohlstand unser natürlicher Zustand ist. Unabhängig von den äußeren Bedingungen vermagst du ihn wie ein Magnet in dein Leben zu ziehen, zusammen mit all der Fülle und den Chancen, deren du bedarfst. Die Botschaft des Koi-Geistes an dich lautet, dass du beginnen sollst, die Grundlage für Wohlstand ganz bewusst in dir selbst zu legen, so klein dein Teich dir auch erscheinen mag, indem du die Fülle würdigst, wo immer du ihr begegnest, also auch im Kleinen die Erfolge siehst. Wenn du zudem selbst zu werden beginnst, dass sich mit dem Wohlstand in all seinen Formen im Einklang befindet, dann werden auch die äußeren Umstände deinen inneren Reichtum widerspiegeln. Auch wenn es im Augenblick so aussieht, als sei dir kein äußerer Reichtum vergönnt, wird dies doch bald der Fall sein. Male dir die Fülle aus, die der Allgeist dich erfahren lassen will, im Wissen darum, dass er dir mit Freuden bringen wird, was du brauchst, sobald du dich für das bewusste Mitschöpfertum entscheidest. Du hast so vieles zu geben und so viel Wertvolles in dir, das nach seinem Ausdruck in der Welt verlangt. Es gibt vieles, das du in deinem kleinen Teich erschaffen und anziehen kannst. Unterschätze nicht, was du hast und wer du bist, denn der Koi-Geist lässt dich wissen, dass du etwas Besonderes bist, geliebt und zutiefst wertgeschätzt. Vertraue darauf, dass die äußeren Bedingungen dabei sind, sich zu verwandeln, um dieser Wahrheit zum Ausdruck zu verhelfen. Also auch die kleinen Dinge sind wichtig, die Randerscheinungen, die kleinen Prioritäten, das Entgegenkommen, das Klären der Stimmung, sage ich jetzt mal, auch die kleinen Informationen, die dich ein kleines Stück weiterbringen, alles ist relevant. Und wichtig ist die Ruhephase, das gut überlegen, zu sich selbst ehrlich zu sein, wenn man selbst auch mal ein bisschen, zu viel erwartet, von sich selbst oder auch von anderen, dass man da eben auch einen kleinen Schritt zurückgehen kann. Dass man das ohne, sich zu kasteien oder sich Vorwürfe zu machen, umsetzen kann. Und eben, das Bedauern, wenn die anderen nicht mitziehen. Aber daran kannst du leider in dem Moment nichts ändern. Also nutze das, was im Kleinen da ist und umsetzbar ist. Das wird sich dann nachher summieren zu größeren Erfolgen. Ja, mein lieber Stier, ich wünsche dir viel Erfolg dabei, eine gute Zeit, dass du eben mit deiner Intuition gut arbeiten kannst und dann eben auch deinen Wünschen ein großes Stück näher kommst, wenn auch in kleinen Schritten, und das Genießen der Momente, die schön sind. Ja? Und wenn es dir gefallen hat, dann gibt es
für die Wertschätzung des Erstellers immer auch unten dieses kleine Danke, was man machen kann, wenn man möchte. Da kann man einen kleinen Betrag spenden für einen Kaffee oder so. Wenn es dir gefallen hat grundsätzlich, dann gerne ein Däumchen hoch, dann freue ich mich. Und wenn du weitere Informationen persönlicher Art brauchst, eine Legung, ein Gespräch, findest du die Informationen unten in der Infobox. Ansonsten bin ich gespannt, was du in die Kommentare schreibst, wie die Woche verlaufen ist, wie du das umgesetzt hast und ob es für dich gepasst hat. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis bald.